Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Parallel Worlds. Nach einer gefühlten Ewigkeit geht es auch endlich hier in der Welt von Zelda bzw. Link weiter. Beim letzten Mal, bzw. eigentlich schon die letzten 2 bis 3 Parts, haben wir die neue Welt, die Dimensionswelt erreicht und haben ein bisschen herumgeirrt, haben zwar ein paar Herzteile und auch einen ganzen Herzcontainer gefunden, aber in Sachen Dungeons sind wir nicht großartig weitergekommen. Jetzt habe ich aber mal ein bisschen Zeit, mich zu informieren. Und ich weiß jetzt sogar, dank eines Zuschauers, den guten SIP oder SIP1930, thanks for your advices. Vielen Dank für deine Tipps und Hinweise. Dank ihm kann ich nämlich jetzt weitermachen und ich weiß, wo es weitergeht. Denn der verriet mir, dass diese Karte hier einen Bug hat. Denn da oben rechts, das ist anscheinend nicht der erste Dungeon, der befindet sich nämlich gar nicht so weit weg von hier. Dazu müssen wir, glaube ich, hier nur einmal runterlaufen. Und ich glaube, beim ersten Mal habe ich diese Höhle auch komplett ignoriert. Denn der erste Dungeon heißt Impis Race. Und das scheint direkt der erste Dungeon in dieser Welt zu sein. Und den werden wir natürlich dann jetzt einfach mal betreten. Mit dem Hammer erstmal diese Klötze wieder beiseite geräumt. Bin ich mal sehr gespannt. Wow. Muss mich natürlich erstmal wieder kurz an die Steuerung gewöhnen. Ja, fettes Sorry an die dieses Projekt hier verfolgt haben. Wegen dieser langen Pause. Die das Projekt vielleicht im Nachhinein sich anschauen, interessiert das eh nicht. Und was haben wir hier? Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, aber es hat funktioniert. Das ist ja schon mal viel wert. Noch keine Gegner in diesem Dungeon. Scheint eher so ein Geschicklichkeitspart zu sein. Was muss ich hier machen? What the hell? Wie soll ich das denn machen? Haben wir irgendwas? Das Puder vielleicht? Komm. Den Enterhaken haben wir ja noch nicht. Der gute SIP1930 hat mir auch einige weitere Hinweise gegeben. Die werden wir uns aber später noch anschauen. Zum Beispiel an einer bestimmten Stelle brauchte ich noch den Enterhaken. Den haben wir bis jetzt noch nicht, aber den werden wir höchstwahrscheinlich demnächst in einem der Dungeons erhalten. Aber was zur Hölle muss ich denn hier machen? Ja, das bringt uns natürlich auch nicht, diese Abwehr. Ich bin gerade etwas... Ah! Sehr schön, dieser alte Trick. Kennt man auch noch aus The Legend of Zelda. A Link to the Past. Und hier geht's schon wieder nach draußen. Gucken wir mal kurz, wo der Weg hier hinführt. Hidden Ruins. Ah! So kommt man zu dem Dungeon. Das ist also doch kein Bug hier mit der Map. Aber da muss man natürlich erstmal drauf kommen, dass man über diese Wege hier hineingelangt. Oh, und die haben mir ganze 3 Herzen abgezogen. 4 Herzen abgezogen. Schweinehunde. Möchte ich auf diesen Teleporter? Nein, ich glaube, ich gehe mal nach draußen. Der will uns wahrscheinlich zum Anfang des Dungeons oder so bringen. So, jetzt erstmal hier schnell ausgewichen. So, diese Scheißviecher. Wow. Habt ihr gesehen, wie viel die abgezogen haben? Aber Gott sei Dank habe ich ja beim letzten Mal unsere Flaschen aufgefüllt in unserem alten Haus. Und hier ist, glaube ich, der richtige Dungeon-Eingang, oder? Und ist das eine Falle oder landet man da irgendwo anders? Alter. Scheiß Mücke, verpiss dich. Die haben sie natürlich auch wieder hier mit eingebaut. Mit denen konnte man im Hauptspiel auch irgendwas machen. Die kann man auch irgendwie in Flaschen einfangen. Aber da sind mir momentan die 3 Feen wesentlich lieber. Und was müssen wir denn hier machen? Wo sind wir momentan überhaupt? Das wird uns doch irgendwo immer angezeigt, oder? Wo wir uns eigentlich momentan befinden, aber hier drin anscheinend nicht. Egal, machen wir erstmal die
Klötze kaputt. Aha. Interessant. Die Tür ging auf. Achso, der Schalter hier aktiviert diese Tür, okay. Kann hier irgendwas mit den Steinen machen? Irgendwas verschieben in irgendeine Richtung? Die haben doch irgendeinen Sinn, oder? Alter, jetzt hör mal auf, da drauf zu treten, Link! Du olle Sau, aber die lassen sich alle nicht wirklich bewegen. So, ich muss mir mal wieder angewöhnen, mit dem Steuerkreuz zu spielen. Ach, das ist nur ein bisschen extra Loot anscheinend. Ein Herzteil. Unser zweites. Und eine neue Rüstung. You found the blue mail. With armor reduces the damage that you take from enemies. Und wir haben eine blaue Rüstung und bekommen weniger Schaden von Gegnern. Das kommt auch wie gerufen. Das brauchen wir in dieser Welt unbedingt, denn ich glaube, ich habe da noch was übersehen. Denn in dieser Welt machen die Gegner ganz schön Damage. Ja, wusste ich doch. Fast übersehen. Aber nur fast. Denn da ist noch eine Wand, die wir zerbomben können. Oder auch nicht. Soll ich gegenlaufen? Geh kaputt! Böse Wand. Ne, die scheint doch nicht kaputt zu gehen. Was anderes haben wir auch nicht bei uns. Dann gehen wir doch erstmal wieder raus hier. Vielleicht können wir uns hier runterfallen lassen. Tatsächlich, da kommen wir zu einer anderen Stelle. B1. Uah, jetzt kommt die Viecher schon wieder. Warum? Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich machen. Müssen wir das erstmal wieder aussitzen. Diese Gegner mochte ich schon im Hauptspiel nicht. Aber gut, nützt jetzt nichts. Die müssen wir noch eben abwarten. Noch ein Herzteil. Ah gut, damit können wir die Dinge auch abwehren, aber wir sind vielleicht erstmal Geschichte, wenn das so weitergeht. Gucken wir erstmal hier oben lang. Aber hier haben wir auch nur ein paar Rubine und ein paar Herzen, damit diese nervtötende Musik aufhört. Ah. Gut, das war's hier. Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Bitte nicht wieder völlig woanders. Ich möchte schon irgendwie im Dungeon bleiben. Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind wieder draußen, oder? Kann das sein? Ach Gott, das ist nicht euer Ernst. Wo führt das hier hin? Rutos Fortress. Ne, hier waren wir auch schon, glaube ich. Aber hier kamen wir nicht weiter. Da werden wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt noch hin müssen. Ein weiterer Dungeon, vermute ich mal. Aber ansonsten haben wir hier momentan nichts weiter verloren. Und jetzt müssen wir wieder ernsthaft zu diesen Impass Ways, oder wie das hieß. Das ist ja blöde. Na gut, dann laufen wir eben zurück. Ich glaube, ich kann mich an den Weg noch einigermaßen erinnern. Na, ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen, glaube ich. Aber irgendwo hier müsste das, glaube ich, gewesen sein. Nein, nicht darunter springen. Oh, Link. Du gehst mir auf den Keks. Du gehst mir auf den Keks. Hallo, können wir hier irgendwo auch wieder aus dem Wasser heraus? Hier jedenfalls nicht. Ach ja. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird nass und schwer. Da kommen wir auch nicht runter durch. Warum sollte man auch unter einer Brücke hindurch schwimmen können? Ich glaube, die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Ah, geh weg. Da können wir Gott sei Dank mal raus. Ah, cool. Das Schild kann auch diese Geschosse abwehren. Das wusste ich gar nicht. Ah, jetzt kommt er da an den Baum nicht vorbei. Ah, manchmal hängt das hier ein bisschen an der Feinjustierung und manchmal auch an meiner Steuerungskünsten. Wo bin ich eigentlich hier jetzt schon wieder? Ah, doch, hier bin ich richtig. Alles klar. Ich meine, natürlich, das war genauso geplant und so genau da wollte ich hin. So, den ganzen Mist noch einmal. Aber das kennen wir jetzt. Bereits alles. Deswegen rushen wir hier mal eben durch. So, jetzt sind wir gleich nochmal an der Stelle, wo wir kurz rennen müssen. Muss ich da wirklich warten, bis das Rot aufläuft? Alter, diese Steuerung. Ich muss mich echt an das Steuerkreuz gewöhnen. Boah, das war knapp. Aber gut gegangen. Nein, Steuerkreuz, linke Hand. Benutze dies. So, jetzt hier wieder ein bisschen feinjustieren. Dammit. Das war wohl zu wenig Anlauf. Ich sehe schon kommen, ich werde hier gleich sterben.
Ah, Schwein gehabt. So, aber wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, das hätte mich ein wenig aufgeregt. Ich mache hier mal kurz einen Quick Save. Denn ich möchte mal kurz gucken, wo dieser Teleporter... Ach, der funktioniert gar nicht. Okay. Vergisst, was ich gesagt habe und hört dem nervigen Piepsgeräusch zu. Ich brauche unbedingt ein Herz. Ich muss unbedingt wissen, wo es weitergeht. Verdammt, sag's nochmal. In den versteckten Ruinen. Aber hier vielleicht noch irgendwo was? Oh, und da sind wir Death. Ein Kaktus hat uns erledigt. Aber zum Glück haben wir drei Feen dabei. Ich darf noch zweimal failen. Ach, die führen das gar nicht ganz auf. Okay, aber halb so wild. Ist jetzt nur die Frage. Wie kommen wir denn höher? Guck da gleich nochmal rein. Da muss es ja doch irgendwie weitergehen. Weil hier ist absolut sonst gar nichts. Hm. Kommen wir nochmal hier rein. Da ist doch irgendwas mit diesen Klötzen hier zu tun. Ist das irgendwie ein Rätsel, was ich noch nicht so ganz verstehe? Was war da oben noch? Genau, nur zwei Kisten. Ansonsten nada. Upsala. Irgendein Stein muss ich hier doch bewegen können, oder? Vielleicht müssen wir die irgendwie auf die vier Schalter schieben oder so, damit irgendwas passiert. Aber es sieht alles nicht so aus. Und zerbomben kann ich das ja auch nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Hm, ich hänge schon wieder, der Part. Jetzt habe ich schon mal wieder nicht drauf geachtet, wie lange ich schon aufnehme. Aber der erste Part seit langer, langer Zeit und ich hänge hier schon wieder. Wie soll denn das gehen, sag mal? Hm. Fragen über Fragen. Du hast keine Antworten. Was haben wir denn noch im Inventar? Hm. Ja, ihr merkt schon wieder meine Ratlosigkeit. Na, wenn ich da jetzt noch dreimal gegen renne, das wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Muss ich irgendeinen Stein von einer bestimmten Seite verschieben? Das ist ja auch Unsinn, oder? Wo zur Hölle muss ich lang? Leute, ich möchte hier nicht schon wieder direkt hängen. Ich gucke mich hier noch ein bisschen eben off-air um. Und wenn ich was gefunden habe, oder auch nicht, melde ich mich gleich zurück, Leute. Bis gleich. So Leute, da bin ich schon wieder. Ich glaube, ich habe gefunden, wo es weitergeht. Und zwar scheint dieser Teleporter, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber er scheint ein bisschen zu buggen. Denn man muss irgendwie... Gerade eben hat es doch noch funktioniert, warum geht das jetzt nicht mehr? What the fuck? Ah, jetzt geht's. Ja, irgendwie hat der Teleporter ein bisschen gebuggt. Auf jeden Fall sind wir dann immer noch in Impa's Ways. Und kommen wieder auf so eine Ebene. Geht's ja weiter? Oh ja, tatsächlich. Und jetzt fängt hier alles an, rot zu blinken. Das gefällt mir überhaupt nicht. Leider haben wir noch keine Dungeon-Karte oder ähnliches. Ich denke mal, das ist extra Raum hier vielleicht. Nein, nicht runterfallen. Link. Okay. Kann ich da eigentlich immer drüber gehen? Ja, ich kann da sogar stehen bleiben. Okay, alles klar. Gut zu wissen. What the fuck? Mann, wir sind aber ganz schön weit westlich gekommen, dank des Teleporters. Aber ich denke, die Lava Isles, die Lava-Inseln, hier sollten wir noch nicht hin. Aber merken wir uns mal, dass hier es anscheinend auch noch weitergeht. Wo führt der Weg hin? Oh, hier muss man ja ganz vorsichtig sein. So. So viele Wege, da weiß man gar nicht, wo man zuerst hin will. Was macht dieser Stachel da in der Mitte? Achso, der soll einfach nur dazu dienen, dass man nicht zu nah mittig läuft, oder was? Und was ist das da? Ist das eine Motte? Oder sollen das zwei Augen sein, die einen gefährlich anschauen? Ist hier etwa schon ein Endboss oder sowas? Ich mach mal lieber ein Quicksave, man weiß ja nie. Ne, ein Endboss auf jeden Fall schon mal nicht. Aber was zur Hölle, das ist hier so... Na toll.
sowas von verwinkelt und so viele Wege, da weiß man echt nicht, wo man zuerst hingehen soll. Gehen wir erstmal nach oben. Aber die Wege, die werden ja immer dünner. Zwar keine Gegner, aber Geschicklichkeitspassagen. Da sind mir Gegner sogar schon fast lieber als das hier. Okay, da müssen wir uns jetzt drauf konzentrieren, wo wir langlaufen müssen. So, das geht ja alles relativ problemlos. Machen wir wieder ein Quicksave hier. Hier müssen wir uns wieder gegen dieses blaue Ding schleudern lassen. Das klappt ja schon mal gut. So, und hier das gleiche Spielchen noch einmal. Wunderbar. So, aber hier brauchen wir schätzungsweise den Enterhaken. Hier kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Das ganze Spielchen noch einmal. Und hier auch noch einmal. Holla die Waldfee. So. Den Weg natürlich wieder völlig umsonst gegangen. Aber das weiß man halt nicht, wenn man ein Spiel über Blind Let's Played. So, und ich darf mich hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Oh, warum rutscht der denn da ab, der Gute? Kommt noch ein ganz kleines Stückchen. So. Dann laufen wir doch erstmal den rechten Weg, würde ich sagen. Ich sehe es jetzt schon kommen, ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Vielleicht sind die Wege hier auch irgendwie miteinander verbunden. Denn wir hatten bei dieser einen Abzweigung ja auch zwei Möglichkeiten, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon wieder ein Teleporter. Wir haben immerhin schon mal... Ich dachte, das wäre die Karte. Nein, you got a mysterious tablet. The use of this item is a secret to everybody. Na toll, noch mehr Geheimnisse. Und dieses Tablett haben wir da oben. Über den Key-Items. Ja, wird uns schon sicherlich irgendwie helfen, in welcher Weise auch immer. Allerdings, boah, wird es wahrscheinlich nicht meinen Orientierungssinn schärfen. Der bleibt ewig beschissen. Das ist auch ein Teleporter. Ach, und der buggt auch. Man muss irgendwie erstmal fünfmal drüber latschen. Und die nervtötende Musik kommt auch wieder dazu. Mann, die hantieren hier ganz schön viel mit diesen hier gegenrammen. So, wow. Okay, Alter, was ist mit mir los? Das war mal ein Tod der peinlichen Weise. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt nur noch eine Fee. Ich hoffe, wir finden demnächst wieder eine Feenquelle. Okay, wieder Steuerkreuz. Nützt ja alles nichts hier. Auch wenn ich ungern mit dem Spiel. What the fuck? Ach, bin auch so blöd. Oh, das war auch selten dämlich. Natürlich müssen wir den hier nehmen. So, und dann hier rüber. Impasse Waves. Mir gefällt diese dünnen Wege einfach nicht. Und wir haben immerhin schon mal den Big Chest Key. Nur can you open the, die große Kiste und so weiter. Da ist die große Kiste, die ist allerdings schon leergeräumt worden. Das ist ja Betrug. Wer hat das gestohlen? Mein Key-Item. Wahrscheinlich der Enterhaken, nehme ich an. Da ist wieder ein Teleporter, den will ich jetzt aber noch nicht benutzen. So, erstmal wieder den gewohnten Weg hier hinüber. Sonst ist hier nichts. Ah doch, hier geht's weiter. Da haben wir auch einen Teleporter. Leute, ich will die Karte haben. Ich will unbedingt die Karte haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nehmen wir mal den Teleporter hier. Wenn er denn funktioniert. Leck mich am Arsch. Komm, Spiel, danke. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Willst du mich trollen? Das ist doch der Eingang, oder? Lecko mio, ey. Oh, Teleporter, funktioniere doch. Da kann man echt dran verzweifeln, an diesen blöden Teleporter-Viecher. Warum renne ich hier eigentlich? Ich kann doch ganz normal drüber latschen. Habe ich jetzt auch gerade eben gecheckt. Danke für den Hinweis, Leute. Müsst mir keinen Kommentar schreiben.
So, hier wieder ein bisschen... Nein! Ich sehe schon, komm, ich werde wirklich daran sterben, weil ich hier tausendmal runterfalle. Komm, Link, komm, komm. Danke. Oh Mann, solche Dungeons gefallen mir überhaupt nicht. Und ich bin noch meilenweit an den Stachel gerade vorbeigelaufen. Egal. So. Sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen ruhiger bin. Ich muss mich wirklich hier konzentrieren zum Teil. Da oben geht's weiter, wenn wir Enterhaken haben. Wir sind gerade eben da unten lang gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und hier ist noch ein Teleporter. Andererseits, da unten ging es ja auch noch weiter. Und da war auch noch ein weiterer Teleporter. Egal, versuchen wir erstmal diesen Teleporter zu aktivieren. Und schauen, was es hier so gibt. War ich doch da oben lang gelaufen? Ach, Leute, das wird noch ein Spaß in diesem Dungeon hier. Das ist alles nicht mehr witzig. So. Aber schön, dass man dieses Element mit dagegen laufen und so einfach mal wieder in das Spiel reingebracht hat. Das war ja in A Link to the Past eher ein Bug, wo man solche Hindernisse mal überbrücken konnte. Das wollte ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Andererseits, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Gucken wir mal, wo uns dieser Weg hinführt. Oder waren wir hier schon? Kommt das doch bekannt vor? Ich weiß es nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis und Orientierung sind Fucks away. Ne, hier waren wir noch nicht. Okay. Und dann müssen wir uns hier rüberschmeißen lassen. Bitte nicht auf den Teleporter, danke. Kannst du hier den Stein verschieben? Oder macht es überhaupt Sinn, den Stein zu verschieben? Egal, gehen wir auf den Teleporter. Aha, die große Kiste. Ich habe schon eine Vermutung, was da drin ist. Aber ob sich diese Vermutung bestätigen lässt, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Legend of Zelda, Pavalier Worlds.